Sieht doch schon mal ganz gemütlich aus hier. Nur bitte nicht gleich setzen. Es gibt noch genug Gelegenheiten für eine Kaffeepause. Versprochen. Am Anfang noch etwas ungewohnt, so eine Brille. Finden Sie nicht auch? Zum Glück müssen Sie bei unserer kleinen Radtour durch das Oldenburger Münsterland nicht viel machen. Nicht mal treten. Gucken Sie sich einfach in der Gegend um. Auch ruhig mal nach links oder rechts und nach oben und unten. Auf geht's. Ein typischer Radweg. Schön breit, schnurgerade und autofrei. Hoch und runter geht's bei uns höchstens mal in den Dammer Bergen. Vielleicht haben Sie es schon bemerkt, Sie nehmen das Ganze aus leicht erhöhter Warte wahr. Hier zum Beispiel. Oder hier. Freundliche Kühe erheben sich sogar, wenn jemand vorbeikommt. Nur die ganz links, die ignoriert uns. Keine Angst vor großen Tieren. Diese hier, die sind ganz zutraulich. Sie stehen auf einer Weide im Museumsdorf Kloppenburg. Achtung, nicht erschrecken. Schön, dass sie hinter einem Zaun sind, sonst würden sie uns womöglich noch diese Grünpflanzen hier wegfressen. Und die verzehren wir am liebsten selbst im Herbst nach dem ersten Frost. Mit Kassler und Pinkel, zum Beispiel hier im Dorfkrug. Und während wir jetzt eine Tasse Kaffee trinken, können Sie sich noch in aller Ruhe im Museumsdorf umsehen, einem der ältesten in Deutschland. Das Wetter spielt auch mit. Folgen wir der jungen Dame rechts. Das hier, das ist das Gut Füchtel bei Vechta, auch ein Ort, an dem man sich niederlassen könnte. An guten Landcafés herrscht hier wahrlich kein Mangel. Aber wir wollen ja noch ein bisschen was sehen. Nein, nicht der Nordseedeich, sondern die Thülsfelder Talsperre. Schafe und einen Strand gibt's hier auch. Und auch Campingplätze, wenn Sie mal nach links schauen. Und natürlich ganz viel Wasser. Erinnert ein bisschen an Schweden. Auf dieser Brücke hier bitte gleich mal ganz vorsichtig nach unten gucken. Huch! Noch ein Ort, an dem man einkehren könnte, ein Bauernmarkt. Normalerweise ist hier mehr los, vor allem im Mai und Juni. Dann gibt's Spargel und Erdbeeren, frisch vom Feld. Im Oldenburger Münsterland gibt's mit die größten Erdbeerfelder und riesengroße Erdbeerkuchen. Okay, dieser Leuchtturm ist nicht der größte, aber wir können nicht überall die Besten sein. Er steht am Hafen von Basel, Orientierungspunkt für Wohnmobilisten, Wassersportler und Angler, die sich an den vielen Flüssen und Kanälen entspannen. Diese Mühle hier steht auf einer Insel. Und diese Kirche auch. Das Saterland ist die größte Sprachinsel Europas, steht so auch im Guinness-Buch der Rekorde. Rund 2000 Menschen sprechen hier noch Saterfriesisch, eine alte Sprache. Die Hase, ein Urstromtal wie aus dem Bilderbuch, mit ganz vielen Obstbäumen am Wegesrand, pflücken ausdrücklich erlaubt. Und wenn wir jetzt den Ton mit aufgenommen hätten, was würden Sie dann hören? Genau, moin! Moin! Übrigens, wenn Sie gleich die Brille wieder absetzen, moin, und Ihr Gang ist noch etwas unsicher, dann halten Sie sich ruhig fest an den netten Menschen vom Oldenburger Münsterland. Die haben bestimmt noch einen Tipp für Sie, für Ihren nächsten Ausflug oder Urlaub.